Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen in der grünen Hölle. Wir spielen endlich mal wieder Green Hell, weil es sich lohnt, denn der Story-Modus ist fertig. Ich werd bekloppt. Ich hab voll Bock drauf. Wir gehen gleich rein, ohne viel rumschnacken. Genau. Für die, die neu hier sind, ich würd's geil finden, wenn ihr ein Abo da lasst. Ansonsten habt viel Spaß mit mir und der grünen Hölle. Geschichte. Yes. Schwierigkeitsgrad. Ein Spaziergang ist Blödsinn. Willkommen im Dschungel. Weil, da gibt's keine Gegner. So. Deswegen willkommen im Dschungel. Da haben wir, geistige Gesundheit an, feindliche Stämme an, Raubtiere an, Nährstoff, Nährstoffentzug normal. Das machen wir. Genau. Zack. Und wir fangen natürlich einen neuen Spielstand an. Hier sind noch meine alten anscheinend. Finde ich gut. Leer. Super. Ich hoffe, das Intro bzw. der Prolog, das spielbare Tutorial, haben sie auch ein bisschen verändert, aber ich glaube es fast nicht. Mal schauen, mal schauen. Ah, oh, jetzt zuckt mir der Rücken. Mal kurz kratzen. Im Ladebildschirm kann man sich auch mal kratzen. Bin ganz aufgeregt. Ich meine, den Anfang kennt man ja. Wer es noch nicht kennt, ich versuch's so unvoreingenommen. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Genau, ich wollte sagen, ich versuche so unvoreingenommen wie möglich zu kommentieren. Aber passt mal auf. Ich merke gerade, der Sound ist extrem laut. Optionen? Na, da müsst ihr immer mit mir durch. Ich will dem Publikum nichts vorenthalten. Audio. Und zwar nehme ich die Umgebung und die Soundeffekte müssen ein bisschen runter. Ich glaube, die Dialoge, die sind ganz gut, wenn die ein bisschen lauter sind, ne? Das können wir so lassen. Aber Umgebung und Soundeffekte machen wir ein bisschen runter. Alles klar, Herr Kommissar. Übernehmen. Ja. Und weiter geht's. So. T gedrückt halten, um das Funkgerät zu benutzen. Das kennt man noch. Halt. Das Funkgerät sieht, glaube ich, anders aus. Du kannst hochkommen. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Ja, Ausreden hat sie auch. Ich wette, du würdest jetzt gerne ein Nickerchen machen. Oder? Antwort. Und was genau? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Yo, sie weiß Bescheid, alles klar? Jetzt kommt ja quasi so ein kleines Tutorial. Also, Leute, guckt euch das an. Jetzt mal im Vergleich zu Journey of Life. Das ist doch mal Grafik, Leute. Meine Fresse. Ich glaube, das ist auch ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, das haut alles hin. Jetzt will die Frau schon wieder mit mir sprechen. Gehen wir natürlich ran. Sorry. Kurze Unterbrechung. Hast du das Boot festgemacht? Oh, have you tied down the boat? Hatze. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Okay. Sie bricht also. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins.
Also, die will halt mit den Stamm kommunizieren, ne? Soweit ist klar. Ach so, für die Leute, die das Spiel so noch gar nicht kennen, noch nichts davon gehört haben. Das ist das realistischste Survival-Game, was ich kenne. Ohne Mist, hier gibt es Dinge zu beachten beim Craften, beim Bauen und so. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, wir bleiben auf dem Weg, damit das Tutorial schneller vorübergeht. Wir gucken uns später noch die Map an. Jo. So. Hier können wir uns merken, sind diese blöden Echsen. Die müssen wir nämlich, glaube ich, nachher fangen und häuten, damit wir Fleisch haben. Aber sicher bin ich mir nicht mehr, ob wir das überhaupt müssen oder ob wir nicht andere Nahrung finden. So. Hier ist ein Camp. Juhu, wir sind an einem Camp. Da wollten wir doch hin. So, jetzt hat es kurz gezuckt. Ich hoffe, das haut alles so mit der Grafik hin, denn das Spiel ist doch sehr, sehr das zerrt am Rechner. Codierung überlastet stand dort gerade schon. Ah ja. Alles klar, rufe mir an. Neuer Dialog freigeschaltet. Okay, I found the tent. Is everything all right? Zum Antworten gedrückt halten. Passt schon. Oder nicht gerade eine 5-Sterne-Unterkunft. Das klingt besser. Spacious interior, luxurious cots. Not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto, muchacho. Cool, Tag 2. Geht's schon los. Oh, ich hoffe nur, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay. Hunt, get the campfire started, please. Wir machen ein Lagerfeuer. Also, die quatscht immer ganz schön viel, die Gute. Ich mach doch noch ein bisschen was am Sound. Wartet mal kurz. Tut mir leid, aber was sein muss, muss sein. Ich mach die Dialoge doch ein bisschen leiser, ne? Sonst haut's euch einfach die Ohren weg. Und das hier auch noch ein Stück runter. Genau. So. Übernehmen. Ja. So, sammeln wir mal Holz und machen Lagerfeuer. So, hier ist schon mal das erste. Nehmen. Hier ist eine Marete, die nehmen wir natürlich auch. Mareten finde ich geil. Da ist noch eine Marete, aber wir brauchen jetzt erstmal bloß eine. Hier kleine Stücke nehmen wir natürlich auch mit. So, wo ist das Holz? Holz, Holz, Holz. Gib mir das Holz. Genau. So, das kann man auch schon mal alles einsammeln. Lianen sind quasi die Seile des Dschungels. So, okay. Passt mal auf. Ich mach mal einen kleinen Schnitt, um zu checken, wie der Sound ist und das Video ist und so. Ich verändere mich nicht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Sound haut soweit hin. Aber ich musste doch die Qualität ein bisschen runterstellen, weil dieses Ruckeln sieht man tatsächlich doch im Let's Play. Okay. Holz. Holz war unsere Mission. Und wir sammeln Holz. Wir können nämlich hier auch kleine Bäume hacken. Und die bringen alle unterschiedliche. Hier ist zum Beispiel ein langer Stock. Den könnte ich jetzt erweitern und sammeln. Und dann würde ich daraus, glaube ich, kleine Stöcke bekommen. Den heben wir uns aber mal auf, weil wir die später eventuell brauchen. So. Hier ist kleiner Stock. Hier. Jetzt haben wir so einen langen aufgenommen. Und immer wenn man was Langes in der Hand hat, ne? Versteht mich nicht falsch. Kann man keine kleinen Dinge aufnehmen, ne? Also da müssen wir auch drauf achten.
So. Ich glaube, wir haben erstmal genug. Notfalls müssen wir noch was suchen. Und zwar... Halte C gedrückt. Geh auf den... das Navigationsrad. Das Feuerzeichen. Wo ist denn hier das Feuerzeichen? Ja. Ach so. Aha. Ne, wartet mal. Da habe ich jetzt was Falsches gedrückt. Wo ist denn hier das Feuer? Ich sehe ja kein Feuer. Schlafen. Karte. Untersuchen. Tagebuch. Ach so. Wir sollen jetzt im Tagebuch das kleine Feuer anwählen. Das hauen wir hier direkt vor der Türe. Und jetzt hauen wir hier die ganzen Stöcker rein. Okay, fehlt noch was. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Ich habe auch so eine Vorahnung, aber für die, die das Spiel noch nicht kennen, werde ich natürlich jetzt nicht anfangen zu spoilern. Ich weiß ganz genau, was wir vergessen haben. So, guck mal, hier haben wir eine Feder und ein Vogelnest. Das nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Was lag hier hinten noch? Stein, kann man auch immer gebrauchen. So, wir brauchen mehr Holz. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und zwar, wenn wir hier so eine dünnen hacken, kriegen wir nur normale Stöcke, theoretisch. Oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau. So, die wollen wir. Dünnen nehmen wir auch. Nehmen wir noch einen dicken. So. Und hier ist noch so ein dünner. Und da können wir auch gleich den langen mit hochnehmen, ne? Den haben wir dann schon mal im Lager liegen. So, das hauen wir hier runter. Ich hoffe, jetzt haben wir genug. Nee, ein scheiß Stock fehlt noch. Ich krieg's mit dem Kopf. Es fehlt ein Stock. Ehrlich doch. Guckt. Aber wir brauchen mehr. Da habe ich schon so eine gewisse Vorahnung. Deswegen können wir hier gleich nochmal in den Dschungel rein. Und das Zeug rauszerren. Und da gab es schon wieder einen kleinen Ruckler. Also ich bitte das zu entschuldigen. Ich werde versuchen, das alles in den Griff zu kriegen. Mit diesen Rucklern. So, looks like everything's ready. Hergestellt. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. So, genau, so sieht's nämlich aus. Und dafür habe ich nämlich das Vogelnest gesammelt. Und guckt mal, hier diese Palmen, die haben ja trockene Blätter. Ich zerhack die mal, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und wieder gab's einen kleinen Ruckler. Aber ich glaube, damit kann man leben. Wichtig ist ja die Unterhaltung. So, trockenes Blatt nehmen. Plus die Frage, ja doch, das müsste eigentlich schon freigeschaltet sein. So, und dann kannst du hier die ganzen trockenen Blätter nehmen. Ist das ein trockenes? Ne, das ist ein normales. Hier wäre noch ein normales. Ach, scheiß drauf, wir haben ja genug. Passt auf, jetzt sollen wir ins Tagebuch gehen. Und das Ding hier herstellt. Stock oder Feuerbrett? Kleiner Stock. So, und zwar, was haben wir hier? Mengenelemente. Wirkung. Senkt maximale Kondition. Bekannte Behandlungsmethode. Die beste... Ach so, nee, ich will euch noch nicht spoilern. Das wird uns die Story schon erklären. So, jetzt müssen wir kurz in den Rucksack. Und... Herstellen. Und herstellen. Und einen Handbohrer haben wir uns hergestellt. So, Leute, jetzt haben wir den Handbohrer. Benutzen. Achso, nee, wir müssen ans Feuer, sorry. Und das ist nämlich das, was ich meine. In jedem anderen Survival Game hättet ihr jetzt einmal schon Feuer machen können. Aber hier braucht ihr eben erst Zunder. Ohne Zunder geht's nicht. Ist auch logisch, ne? Passt auf. Wir drücken die Taste. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. So, benutzen.
Dann haben wir hier das Vogelnest. Das ziehen wir jetzt hier unten rein. Und zack, haben wir uns ein Feuer gemacht. Oh, Mia. The fire is burning. The fire is burning. How do you do it? Hm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ich liebe dich. Du wirst mir fehlen. Oder du hast recht. Also ich liebe dich wäre jetzt nicht angebracht. Ich glaube, du hast recht. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Okay, ich weiß noch nicht ganz genau, von was die überzeugt werden müssen. Aber meine Frau will das alleine machen. Guten Morgen, junger Mann. Durchsuche das Zelt. Ist die Aufgabe? Das machen wir. So, hier gibt's lecker Büchsen. Büchsenbohnen. Ventilator ist klar. Hier Schoko. Oh, Schokoriegel. Also Essen gibt's hier genug, ne? Da kann man nicht meckern. Eine Notiz. Wir lesen. Ja. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen. Deine Mia. Vielen Dank, Mia. Wir gucken mal. Ein Geschenk. Juhu, ein Ohr. Warte. Wie kann ich die jetzt aufnehmen oder haben wir die jetzt schon? Achso, wir sollen die anrufen. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja. Wo bist du? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Okay, wir haben also Geburtstag und jetzt gibt's unser Geschenk. Juhu, ne Ohr, ne Ohr. Geil. Und die Ohr, die ist richtig intelligent. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Okay, wir schauen auf die Uhr. Also, das gelbe Zeichen ist, glaube ich, Eiweiß. Das blaue ist Wasser, ist klar. Das grüne ist Fett und das rote ist Mist. Das grüne ist Fett, ist klar. Ach, das gelbe sind die Kohlenhydrate und das rote ist Eiweiß. Kann ich euch schon mal sagen. Durchsuche das Zelt nach etwas Nahrhaftem. Naja, haben wir ja hier was gefunden. Proteinriegel.
Die Dosen kann ich leider nicht nehmen, obwohl ich sie ja theoretisch mit der Marete öffnen könnte. So, die Notiz hat man gelesen. Hier ist noch ein kleiner Stock. Der ist hier reingeglitscht. Notiz lesen. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame Krieger aufgetaucht. Als wir vorbeifuhren... Ach so, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde? Die Yabahuka? Scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay, also die sind anscheinend nicht so cool. Und die Yabahuka-Freunde wissen auch nicht drüber. So, lesen. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterholz. Klar. Also oben gibt's Waffen, Papageien. Dann hier nicht. Dann hier gibt's Tiger. Und unten gibt's Raupen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Was können wir hier noch so erfahren? Yabahuka. Wir lesen mal. Die Yabahuka leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sind sie der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind? Alles klar. Sorry, wenn ich diesen Namen nicht richtig ausspreche. Ich spreche das so aus, wie ich es lese dort irgendwie. Yabahuka. Aber eigentlich steht da Yabahuaka. Naja, ihr wisst schon. Hexe Baba Yaga. Okay, es klärt sich immer noch nicht, warum wir eigentlich hier sind. So, lesen wir mal die Notiz. Dank des Kampo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen einen lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdrüsen. Dosen. Oh, sorry, dass ich heute so schlecht lese. Bis sie immun gegen das Gift sind. Sehr schlau. Schlau, schlau, schlau. Das kann man sich in Europa nicht vorstellen, dass wir das mit unseren Kindern machen, ne? Kann man denen da überall Wespen oder so dranhängen. Okay. Tiere des Regenwalds. Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Ist klar? Und hier noch eine Notiz. Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay, also wir von der westlichen Zivilisation brauchen offensichtlich die Hilfe dieses Stammes. Ist hier noch was? Ein Aufnahmegerät abspielen, das... So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, hey Mia, say hello. Oh, hello. The tent is up. So, we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Yabahuka tomorrow. I'm worried, you know. Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay, that's all for now. It was... Okay, es war teilweise sehr leise, aber nicht schlimm. Wir nehmen natürlich hier gleich noch den Proteinriegel. Notiz lesen. Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden, der außerdem als Führer dient. Das ist richtig so. Ayahuasca ist echt, kann grausam sein. Da lernt man seinen innersten Geist. Habe ich eine Doku drüber gesehen. Da lernt man den kennen. Da entdeckt man sich selbst. So, nehmen. Okay, wir haben Proteinriegel. Was ist unsere Aufgabe? Durchsuche das. Haben wir doch jetzt alle Riegel. Haben wir doch gefunden, oder? Ist hier noch irgendwas? Die Dosen kann ich leider nicht nehmen. Hier wurde schon aufgegessen. Nö, hier ist nicht weiter. Achso, wir haben da oben schon das Häkchen drin. Jetzt gehen wir mal... Jetzt müssen wir es wahrscheinlich essen. So, passt auf. Also, wir gucken auf die Uhr.
Wir haben tatsächlich dort oben Proteinmangel. Das rote ist Protein. Wir gehen auf den Rucksack. Und konsumieren einen Proteinriegel. Und jetzt passt mal auf. Jetzt ist der Balken hochgegangen. So, jetzt müssen wir nur unsere Frau anrufen. Aber ich gehe dazu mal ins Trockene, nicht, dass unser Funkgerät nass wird. Was sollten wir machen? Gut ausgeruht und wohlgenährt. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. Ärgerlich. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Ja. Tapferes Mädchen. Nee, ich sag natürlich, sei vorsichtig. Just be careful. Please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Okay, schau dir das Korkbrett an. Korkbrett, ja, da haben wir doch schon geguckt. Haben wir? Oder hat man das schon? Wartet mal. Ja, ja, hat man schon. Oh. Ah, nicht immer das Falsche drücken. Ach hier, das ist neu. Das ging vorhin nicht zu lesen. Was war das? Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren. Ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Alles klar? Begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Das Geile ist, Leute, an dieser Uhr, passt auf, kann man mit dem Mausrad umschalten, da ist die Uhrzeit, ne? Da weißt du immer, wann es dunkel wird. Also ist wichtig in dem Spiel, zu wissen, wann es dunkel wird, weil wenn man hier Ausflüge macht und man ist irgendwo in der Pampa, dann hat man ein Problem. So, nach Norden. Hier ist ein Kompass, ne? Und da gehen wir jetzt hin. So, einmal hier hingerannt. Und da ist auch ein Seil. Da klettern wir natürlich hoch. Na komm, noch ein Stück. Mein Guter, das schaffst du. Das schaffst du. Oh, oh. Fuck me. Oh, so eine Blinze. Mia. I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Okay, so machen wir das. Also passt mal auf, der hat gerade gesagt 10 Meter. Das sind doch höchstens 3 oder 4 Meter, mehr ist das nicht. Naja, egal. Wollte ich nur mal so feststellen. Wir untersuchen uns, und zwar müssen wir dafür, welche Taste drücken? C, gedrückt halten, auf die Lupe. So, jetzt können wir hier unsere Arme drehen, irgendwie. Ah ja, mit rechter Maustaste gedrückt halten, da ist nichts. Das sieht... Not good. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Du kannst natürlich hier auch die Beine kontrollieren und du kannst auch ein bisschen bayerischen Volkstanz ausführen. Und das geht natürlich auch mit dem anderen Bein. Huch. Naja, egal. Fakt ist, wir haben jetzt hier eine Wunde. Und die müssen wir jetzt behandeln. Und zwar, bevor die sich entzündet. Rufe Mia. Ist nur ein Kratzer. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? T zum Antworten drücken. Wir tun mal so, als ob wir es nicht wissen. Für die neuen Zuschauer. I
can't say that I remember. Look for Molinaria. Molinaria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. So, ich schaue natürlich mit euch kurz ins Tagebuch, damit ihr das seht. Und zwar Molinaria. Da ist es, so sieht's aus. Und daraus kann man einen Verband machen. Geistige Gesundheit, das ist übrigens wichtig, das muss ich mal vorlesen. Wirkung, Halluzination. Bekannte Behandlungsmethode, Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen Anti-Stress-Wirkung verbessert den Geisteszustand. Ruhiger Schlaf erhöht geistige Gesundheit. So, Kratzer Schramme, Wirkung senkt Kondition, führt ohne Behandlung zu Infektionen. Bekannte Behandlungsmethode, ein Verband schützt die Wunde, sodass die abheilen kann und verhindert Infektionen. Ein Verband mit einem Desinfektionsmittel beschleunigt den Vorgang, also quasi eine Tabakpflanze. So, gut, passt auf. Molinaria finden, das sollte hier kein Problem sein, die wird bestimmt hier irgendwo rumwachsen. Da hinten, oder? Gelbe Blätter, sieht so aus, ne? Kurz auf die Machete. So, Molinaria-Blatt landet automatisch in meinem Rucksack. Da ist er. Und zwar rechte Maustaste herstellen. Ein Blattverband herstellen. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir noch Tabak hätten, aber da ist ja das Seil gerissen. Der Tabak steht ja oberhalb des Seils. Und wir... Quatsch, jetzt könnte ich hier noch Tabak hinzufügen, haben wir aber nicht. Deswegen einfach, ah ja, passt auf, nee, wie ging das? Ich muss jetzt hier meine Körperteile nehmen, zack, und das hier rüberziehen. So, jetzt verbindet er das. Und jetzt seht ihr schon hier unten, setzt quasi, wenn ich jetzt essen würde, wieder die Heilung ein. Ah, jetzt muss ich wieder mit Mia sprechen. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Nee, geht so. Wartet. Ah, doch. Wie verrückt. Like hell. Aww, pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. Mhm. Better? A bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay, unsere Frau ist optimistisch, was das betrifft. Tag 32. Jake, please come in. Oh oh. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Okay, Leute. Finde Mia. Jetzt geht's ab. Das Ding ist... Ich würde überziehen. Ich bin jetzt schon überzogen. Los, Leute, wir machen noch ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen. Ich denke, ihr habt da jetzt auch keinen Bock, dass ich jetzt, just in dem Moment, das Let's Play abbreche. Oh shit. Was passiert jetzt? Krass. Das kenne ich noch gar nicht, Leute. Jetzt bin ich selbst überrascht.
Oh shit, würde ich sagen. Was ist denn da los, Leute? Also das kenne ich jetzt noch gar nicht. Das ist für mich alles Neuland. Ich bin gerade völlig hin und weg. Wow. Geil gemacht. Ziemlich geil gemacht. Hallo? Hello. Jake, what the hell is going on there? Oh je. Come on, speak to me, Jake. Por qué no me respondes? Nicht gut, gar nicht gut. Okay, im Flugzeug. Mia. Mia. God damn it, this radio. Okay. Tagebucheintrag. Dialog freigeschaltet. Hallo, Hello? Hört mich jemand? Can anyone hear me? Nee. I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Okay, Fuck. Pass auf. Wir gucken mal kurz ins Tagebuch. Und zwar... Nee, das war, wollte ich nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Tagebuch, hier. Was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mich aus einem Indio-Dorf angefunkt. Wo hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorrede. Mia antwortet nicht. Suche Hilfe. Handbohrer, Verband, Seil. Leute, an dieser Stelle muss ich leider einen Cliffhanger einbauen, sonst wird es zu lang. Jetzt geht Survival los. Jetzt lernt ihr, die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, Survival der angenehmsten Art kennen und der realistischsten Art. Ich mag das Spiel so sehr. Ich freue mich drauf. Es kommen jetzt total unbekannte Dinge auf mich zu. Also vieles ist natürlich noch da, so von dem Crafting und Bauen her. Aber rein storymäßig bin ich sehr, sehr gespannt. Cool, lasst einen Daumen nach oben da oder auch nicht. Vor allen Dingen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Also für mich ist das jetzt hier quasi mit diesem Video gerade eben, das ist alles neu, ist es geil. Ich bin sehr begeistert. Ich freue mich auf die nächste Folge, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.